Klausuren, Klausuren, Klausuren. Das ist sicherlich der häufigste Tipp, der fällt, wenn es ums Bestehen des Steuerberaterexamens geht. Aber nur diese Klausuren zu besitzen und anschließend zu schreiben, das wird dich definitiv nicht erfolgreich durch das Steuerberaterexamen bringen. Vielmehr musst du dieses Thema der Klausurbearbeitung richtig für dich meistern, woran die meisten eben scheitern. Und damit dir das erfolgreich gelingt, haben wir uns bei der ESH einen ganz speziellen Klausurenkurs für dich ausgedacht, damit dir das entsprechend auch erfolgreich gelingen kann. In diesem Kurs bekommst du nicht nur die entsprechenden Materialien, die extra dafür angefertigt bzw. konzipiert worden sind, sondern natürlich auch umfangreiches zusätzliches Material, was du benötigst, um dieses Thema der Klausurbearbeitung wirklich erfolgreich angehen zu können. Was genau in unserem Kurs enthalten ist, das erzähle ich dir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute freue ich mich ganz besonders, dir unseren neuen Klausuren-Einführungskurs der ESH-Examensvorbereitung präsentieren zu dürfen. Worum geht es konkret und was soll dir dieser Klausurenkurs für deinen Examenserfolg, für deine erfolgreiche Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen konkret ermöglichen? Da werden wir jetzt einmal drauf schauen. Was haben wir alles drin verpackt? Was sind die konkreten Ziele, die dieser Kurs verfolgt? Es geht um den Einstieg in das erfolgreiche Schreiben von sechsstündigen Prüfungsklausuren. Du hast vielleicht schon kürzere Klausuren geschrieben, vielleicht hast du auch schon die ein oder andere sechsstündige Klausur geschrieben. Und dann wirst du bereits wissen, dass diese Art und Weise Steuerberater Prüfungsprobeklausuren in dem Fall auf diesem Niveau, in dem zeitlichen Umfang zu schreiben, extrem anspruchsvoll ist. Und natürlich kommt niemand auf die Welt mit der Fähigkeit, von heute auf morgen das Ganze perfekt zu beherrschen, sondern das ist natürlich ein Prozess. Und dementsprechend musst du dich Schritt für Schritt auf das entsprechende Prüfungsniveau hinentwickeln, insbesondere eben was das Schreiben und richtige Lösen der sechsstündigen Prüfungsklausuren anbelangt. Und um das zu erreichen, sich Schritt für Schritt dahin zu entwickeln, haben wir explizit eine ganz spezielle Klausurumgebung geschaffen, die dir das ermöglichen soll. Das heißt, eine Themenauswahl, ein Potpourri zusammengestellt, die dieses Wissensfundament, was du benötigst, um dann im späteren Verlauf die herausfordernden Themen für die Examensvorbereitung erfolgreich meistern zu können, dann entsprechend draufsatteln kannst und entsprechend eben durch diese Klausurumgebung dir ermöglichen, dich eben wie bei einer Treppenstufe Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und das ist der didaktische Hintergrund, was wir uns erstmal generell dabei gedacht haben. Was sind die weiteren Punkte? Natürlich bekommst du entsprechend wie gewohnt deine Klausuren. Du bekommst den Korrekturbogen, der ganz essentiell wichtig ist für die Klausurnacharbeit und natürlich die ausführliche Langlösung, die insbesondere für das inhaltliche Verständnis, das Aufarbeiten der Klausuren von entscheidender Bedeutung ist. Aber wie funktioniert denn neben diesem ganzen Material eigentlich das Schreiben von Klausuren auf Steuerberaterprüfungsniveau? Das ist eine Materie, die man eben, wie einleitend schon erwähnt, für sich meistern muss. Und dafür haben wir eben einen ganz speziellen Videokurs für dich entworfen, den du als Bonus zu diesem Klausurenkurs dazu bekommst, wo wir dir genau das zeigen wollen. Das heißt, wir wollen dich Schritt für Schritt an die Hand nehmen und dir zeigen, wie du das erfolgreich meistern kannst, das Klausurenschreiben, was eben für den Examenserfolg unerlässlich ist. Und neben diesen genannten Punkten sind in dem Videokurs natürlich noch ganz viele weitere entscheidende Details und Punkte enthalten. Know-how, was du eben auf jeden Fall benötigst, um die Fortschritte mit den Klausuren überhaupt erzielen zu können. Erstmal wollen wir ganz intensiv darüber sprechen, was sind die konkreten Ziele hinter dem Klausurenschreiben? Denn, wie ganz zu Beginn gesagt, alle sprechen immer von Klausuren, 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 aber das als Tipp ist natürlich extrem oberflächlich. Deswegen musst du dir erstmal ein Bewusstsein schaffen, was du konkret erreichen möchtest im ersten Schritt und dann anknüpfend im zweiten Schritt dann natürlich wissen, wie kannst du das denn überhaupt konkret erreichen, diese Ziele akribisch, systematisch auch zu verfolgen in der Klausurarbeit.
Des Weiteren sprechen wir auch über den Sinn und Zweck der Klausuren. Da geht es insbesondere um die verschiedenen Phasen, denn zu Beginn, wenn du die ersten Klausuren schreibst, verfolgst du einen anderen Zweck als in der mittleren Phase oder auch in der Endphase. Da stellen wir dir alles ausführlich vor. Dieses Know-how musst du natürlich kennen, um die Klausuren auch entsprechend einordnen zu können, was auch ein ganz wichtiges Thema ist bei der Klausurarbeit, weil viele sich dadurch einfach auch zu sehr verrückt machen, weil sie genau eben diesen Fokus nicht haben, mangels Wissen, worauf es eigentlich konkret ankommt. Aber insbesondere geht es natürlich darum, dass du lernst, wie du erfolgreich mit Klausuren arbeiten kannst, wie die Bearbeitung dir gelingt, um dann eben Schritt für Schritt zu wachsen. Natürlich können wir die Arbeit nicht abnehmen, das Klausuren schreiben, aber wir können dir die entsprechenden Anleitungen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, das Wissen, das Know-how dahinter, um mit Klausuren erfolgreich zu arbeiten. Und all das haben wir eben neben den entsprechenden Klausuren in diesen Kurs verpackt. Die optimale Ergänzung, der optimale Einstieg für das Schreiben von sechsstündigen Steuerberaterprüfungsklausuren auf entsprechendem Niveau. Alle weiteren Informationen, die findest du auf der Homepage, die wir jetzt unter dem Video einmal einblenden. Und wenn das für dich interessant ist, dann kannst du dir jetzt eben entsprechend deinen Klausurenkurs sichern, der natürlich selbstverständlich in digitaler Form erhältlich ist. Und wenn du Rückfragen haben solltest, melde dich gerne bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir durch den Klausurenkurs, durch den entsprechenden Input, die Fortschritte, die du dir erhoffst, um letztendlich dein Steuerberaterexamen dann auch erfolgreich gestalten zu können. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden YouTube-Video wieder. Bis dahin, dein Malo.